Nun, dann wollen wir doch mal die Spiele eröffnen, liebe Leute. Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Dienstag. Ihr seht es hier im Heaterbild. Heute JFD Workshop angesagt. Trends und Charts von Anfang an richtig machen. Praxisteil hat den Hintergrund, dass wir ja hier immer wieder Workshops machen rund um das Thema der technischen Analyse. Und hier habe ich ja sozusagen das Konzept der technischen Analyse immer wieder im Vorstellungsloop, wo es eben darum geht, Trends zu definieren. Dann aufbauend auf die Trenddefinition, dann erst die Formationslehre anzuwenden, weil man ja wissen muss, ob es ein Aufwärts- oder Abwärtstrend ist oder sich in einem solchen befindet der Markt, um dann entsprechende Formationen zu identifizieren, um darauf aufbauend wiederum Candlestick-Kerzen und Indikatoren zu nutzen und schlussendlich das ganze Paket in den Timeframes, also den verschiedenen Timeframes und vielmehr Zeitebenen einzuordnen. Und genau darum soll es gehen. Heute, wie gesagt, der Praxisteil. Das heißt, wir wollen heute Live-Charts anschauen. Und ich möchte an der Stelle gleich einfügen, dass Markus Kleber hier dann reinspringen wird, weil ich aus terminlichen Gründen leider Gottes sozusagen das ganze Webinar nicht zu Ende führen kann. Aber ich erkläre euch gleich noch was zu Markus. Darüber hinaus hier auch gleich die Information, dass wir im kommenden Monat, im September, das gleiche Setting mit eben diesem Workshop nochmal ansetzen, wo dann aber ich komplette, ja, 55, 60 Minuten, 70 Minuten bei mehr Fragen euch dann zur Verfügung stehe, so dass ich da definitiv dann auch das nachhole. Ich will, wie gesagt, heute mal kurz einsteigen schon ins Thema. Ihr seid auch aufgerufen, uns und Schrägstrich mir vielmehr, dem Markus, an der Stelle dann sozusagen auch Charts oder Chartanfragen, Underlying-Symbole zuzuwerfen, die wir dann analysieren können. Darum soll es natürlich dann gehen, weil eben Praxisteil. Und dann nehmen wir uns sozusagen auch einen Blankoschart vor und schauen dann einfach mal, was denn da so abbrennt. Genau, so ist es. Hier nochmal der Risikohinweis. Ihr wisst genau, worum es geht. Das ist eine Vermittlung von Inhalten der Vorgehensweisen und keine aktiven Handlungsempfehlungen. Jeder ist selbst verantwortlich für sein Kapital und seine Handlungsweisen. Das ist ganz klar. Wer da aber Alternativen sucht, liebe Leute, JFD Bank, ja mittlerweile hier eben im Rahmen der Investmentrevolution auch am Start im Rahmen unserer digitalen Vermögensverwaltung. Und ich kann vorwegwerfen, liebe Leute, dass an der Stelle auch hier passive Vermögensverwaltungsprodukte im Loop sind, wo ihr praktisch das Geld managen lassen könnt im Rahmen wie eines klassischen Fonds, nur eben auf ganz andere Märkte und Multi-Asset aufgereiht. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Deswegen bleibt uns treu, abonniert den Newsletter, Schrägstrich, schaut immer bei uns rein. Denn neben dem klassischen Handel sind wir, wie gesagt, durch die Bank auch in eine nächste Ebene gesprungen und sind eben jetzt hier auch im Investmentbereich noch wesentlich aktiver. Und das, obgleich wir seit Gründung auch schon eine Vermögensverwaltung im Haus haben. Weiß auch nicht jeder, aber das mal sozusagen hier, um den Rahmen abzustecken, was denn da alles noch in der Pipeline steckt. Und das ist richtig viel. Alright. Hinweis an der Stelle, wie gesagt, heute Morgen, und da will ich gleich mal den Ball aufnehmen, hatte ich schon Gold und den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im täglichen JFD-Devisen-Radar gecovert. Das, liebe Leute, könnt ihr live euch anschauen auf dem God Mode Trader. Da gibt es dann hier immer so eine sozusagen Einblendung, aber auch natürlich auf unserem YouTube-Channel. Ja, ich lege euch den Channel gleich mal rein. Da, wie gesagt, folgen uns oder folgen uns, was ist von Deutsch? Folgt uns da, so ist es richtig. Und dort seht ihr auch unser Programm angeboten, nämlich hier geht's los in der Früh mit meinem Devisenradar, beziehungsweise halt, jetzt gehen wir mal einmal zurück. Ganz früh geht's los mit unserem Markus DAX Long Short. Ja, das hier direkt 8:50 Uhr vor dem Beginn des Xetra-Handels, 9 Uhr. Covert unser Markus hier sozusagen, der dann eben auch gleich hier reinspringt in das Webinar. Die Märkte immer wieder sehr beliebt und immer auch sehr marktnah. Dazu gibt es dann auch noch einen Trading Room. Dazu erzählt er selbst dann beim Stream immer genug. Hier kommt dann das Devisenradar von mir. Wie gesagt, gleich die Underlyings Gold und US-Dollar hin, die wir uns mal anschauen, wie es sich denn so entwickelte. Dann haben wir unseren Darius an der Stelle, Englisch zwar, aber auch absolute Expertise. Und dann gibt es immer noch die US Opening Bell. Das heißt, wir haben hier mindestens 4 Livestreams am Tag auf unserem YouTube-Channel. Einfach auf YouTube sein und dann entsprechend hier zuschauen und Informationen entsprechend abholen. So, und heute Morgen, neben dem, dass wir hier auch auf Guidance aktiv sind, wo ihr auch mit dem Broker-Login eben über uns handeln könnt, ist es auch so, dass wir hier einen JFD-Desktop haben, wo auch der Markus per Livestream erscheint. Übrigens hier erscheine ich dann auch in diesem kleinen Fenster, so eine Art Live-TV hier bei Guidance. Auch den Link stelle ich euch dann gleich nochmal rein. Könnt ihr, wie gesagt, hier immer am Ball bleiben. So, und heute Morgen, 9:30 Uhr, wie eben gesehen, startet ja das JFD-Devisen-Radar und da hatte ich, wie gesagt, Gold.
und den US-Dollar, japanisch Yen im Fokus. So, die Annahmen seht ihr hier. Ihr könnt euch den Clip auch gerne nochmal anschauen, eben auf unserem YouTube-Kanal. Aber hier das Widerstandslevel klar identifiziert von 1525. Das ist erreicht worden. Im Morgenhandel sind wir auch drüber gelaufen. Bis zur Mittagszeit schoss der Markt drüber. Und umgekehrt dazu, im Rahmen einer negativen Korrelation, soll heißen, wenn der Goldpreis steigt, ist US-Dollar-Yen tendenziell gen Süden ausgerichtet und umgekehrt. So, wenn ich davon ausgehe, dass der Goldpreis an einem Widerstand scheitert und nach unten geht, müsste, Schrägstrich sollte, US-Dollar-Yen steigen. So, und heute Morgen haben wir erstmal ein nahezu ähnliches Tief gesehen wie das Vortagestief. De facto befindet sich aber der US-Dollar-Yen in einer Unterstützungszone. In einem Bereich um 105,35 haben wir einen Horizontalsupport, eine Horizontalunterstützung. Und das, liebe Leute, ist es genau, worauf es an oder mit der Charttechnik vielmehr ankommt. Okay? Es ist hier ein Blick auf die Massenpsychologie. Hier geht es nicht um Orakeln oder, sage ich mal, Kaffeesatzleserei, wie viele Basher gern mal sagen. Die Charttechnik zeigt uns hier, wie das Phänomen der Preiseffizienz sozusagen am Bild des Preisverlaufs sich deutlich macht. Und Formationslehre ist statistisch gesehen funktional und auch insbesondere die Beschau von markanten Preiszonen, die eigenartig, kann man jetzt sagen, eigenartigerweise angelaufen werden, ist immer wieder identifizierbar. Schaut euch auch hier gerne mal ein Exotenwährungspaar an, wie den Euro gegenüber dem polnischen Zloty. Ja, jetzt gehen wir mal ganz exotisch daher. Schaut euch diesen Horizontalwiderstandsbereich an. Das, liebe Leute, ist kein Zufall, dass gewisse Price-Action, gewisse Marken immer wieder angelaufen werden, diese dann eben als Widerstand oder Unterstützungslevel dienen. Und wenn sie durchboten werden, dann auch richtig Schwung und Musik in den Markt kommen kann. So, und auf die Analyse von heute Morgen einzugehen, ist es eben so, dass ich erwartet hatte, dass der Markt hier nach oben schießt von dieser Unterstützung, gegebenenfalls jetzt die nächsten Tage auch so ein Stück weit erratisch seitwärts läuft, um dann hier gegebenenfalls auch noch ein Stück weit nach oben zu dippen, aber generell den übergeordneten, und das immer genau im Thema, the trend is your friend, US-Dollar-Yen ist in einem Abwärtszyklus, in einem Abwärtsmodi unterwegs. Und der Goldpreis demgegenüber in einem Aufwärtsmodi. Sieht man ja auch sehr schön mit diesem Aufwärtstrendkanal. Schaut euch das mal an. So, ja, hier unten Berührungspunkt. Hier läuft der Preis nach oben, hier oben wie Schienen. Und mein Ziel von 1575 Dollar ist auf jeden Fall eine Marke, die der Goldpreis erreicht, gegebenenfalls auch ein Stück weit überschießt. Aber ich glaube nicht, dass wir nachhaltig die 1600 hier so geradlinig nach oben erobern, um dann, ja, einfach weiter in Richtung 1900 und mehr zu laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier oben so ein bisschen die Luft rausgeht und der Goldpreis dann eine größere Korrektur startet. An der Stelle übrigens, Gold wirft de facto als Spotpreis oder physisches Metall keine Zinsen ab. Bei JFD im Rahmen des Währungshandels, XAU-US-Dollar ist hier übrigens das Währungssymbol, hat man bei Gold die Möglichkeit, wenn man short tradet, also den Goldpreis sozusagen schwächer gegenüber dem Gold, gegen dem Dollar, weil hier wie beim Währungspaar Euro-US-Dollar sozusagen der entsprechende Wert, also hier Gold in Dollar gehandelt wird. Und wenn man da sozusagen dem Dollar einen Vorteil einräumt und Gold schwächer sieht, also Gold short tradet, hat man einen positiven Zinsswap. Man bekommt über Nacht Zinsgutschriften, weil der Dollar eben auch Zinsen abwirft. Das ist genauso beim Euro gegenüber dem US-Dollar, dem Währungspaar, weil man eben hier, wenn man dieses Paar short tradet, also den Euro schwächer gegenüber dem Dollar sieht, was ich übrigens schon seit langer Zeit tue und auch hier eine offene Position habe, wo die Swaps mittlerweile schon dreistellig sind, weil man eben hier schöne Zinsgutschriften jede Nacht erhält. Und das ist genau der Fall, wo ich sage, da wird Gold insbesondere hier interessant bei 1575. So, jetzt bin ich direkt einfach mal zum Webinar-Start hier in die Live-Charts gehuscht, aber ich wollte euch einfach mal sagen, schaut auf unsere täglichen YouTube-Channels oder auf unseren YouTube-Channel mit diesen vielen Streams. Das ist der Plural, da wollte ich hin, weil wir hier, wie gesagt, eine Vielzahl haben und wir haben eben auch noch einen Trading-Room, wo Markus und auch in Zukunft noch weitere Trader hier sich live über die Schulter schauen lassen. Ein Riesenthema. Insofern geht es eben darum, dass man sich auch immer wieder weiter aus- und fortbildet. So, trala. Übrigens auch da. Ah, Kicke, da ist er, der Icke. Grüße in den Norden, liebe Leute. Da kommt er sogar schon um die Ecke, der Markus. Sehr, sehr fein. Markus, wie gesagt, Markus, danke, dass du einspringst, liebe Leute. Ihr könnt euch hier über den Markus sozusagen informieren. Freue mich auf jeden Fall. Wir arbeiten ja eh Hand in Hand und Markus ist da auch ein alter Hase. Insofern bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass Markus der Beste ist, der das Webinar stemmen kann, sozusagen, weil ich, wie gesagt, jetzt terminlich los muss. Danke dafür. Aber im nächsten Monat, wie gesagt, liebe Leute, registriert euch gern beim Newsletter, Schrägstrich, verfolgt unsere Webinar-Aufrufe. Dann seid ihr gern nochmal eingeladen im nächsten Monat, wenn ich dann nochmal durch die ganze Stunde führe.
Und jetzt, denke ich mal, würde ich dann das Mikrofon und den Bildschirm gleich an den Markus übergeben. Will aber an der Stelle eben auch anregen, liebe Leute, wenn ihr da nochmal Interesse habt, das Konzept der technischen Analyse eben, sage ich mal, erstmal methodisch, didaktisch und theoretisch nochmal zu erfahren, dann gibt's da bitte Bescheid. Dann kann ich da auf jeden Fall nochmal kleinere Workshops anknüpfen oder anhängen, dass wir das ganze Thema immer wieder bespielen, um dann natürlich auch immer wieder so ein Praxis-Live-Charting-Webinar zu machen. Und da seid ihr jetzt auch gerne aufgerufen, liebe Leute, dem Markus Feedback zu geben, weil er guckt auch in den Chat sozusagen, welche Möglichkeiten ja, ihr interessant findet, welcher Chart vielleicht gut ist und einfach hier euch mal eine dritte unabhängige Meinung holt, wie wir das sehen, beziehungsweise vielmehr im Expliziten dann auch der Markus, wie er den Markt einschätzt. Und er wird euch auch zeigen, wie er Trends definiert, ja, nach welcher Vorgehensweise. Es gibt viele Methoden, ob das jetzt die Dow-Theorie ist, die Markttechnik, der Rosshagen oder. Jeder muss hier seinen Weg finden und ich zeige euch da, wie gesagt, auch in Zukunft noch einiges mehr. So, jetzt ist der Bildschirm, denke ich mal, geswitcht. Bitte bestätigt mir mal, ob ihr den Bildschirm vom Markus sehen könnt. Ich kann ihn sehen. Ich müsste jetzt, also es müsste jetzt die JFD-Bankseite und zwar der Webinar-Eventkalender zu sehen sein. Dem ist so, Meister aller Das Klassen. klingt gut. Da kommt es rein. Ich sage vielen Dank. Genau, Markus, pass auf. Dann, wie gesagt, melde ich mich gleich ab. Liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß nächsten Monat. Gleicher Sender sozusagen. Und dann nochmal gleiches Thema. Weil, wie gesagt, die Charts geben uns jeden Tag Möglichkeiten. Markus, wie gesagt, dir viel, viel Erfolg. Vielleicht, liebe Leute, schaue ich zum Schluss nochmal rein. Ob ich da nochmal was sage zu, weiß ich nicht. Ich gönne auf jeden Fall dem Markus jetzt den Aspekt der Show, beziehungsweise dessen, dass er einfach mal darstellt, was er so Feines hat. Und das Webinar läuft per se bis 18 Uhr. Und Markus, das wirst du so einhalten wahrscheinlich, oder? Ja, das Kommst du kriegen hin? wir hin. Perfekt. Okay, dann Sind viel ja nur noch Erfolg. 45 Minuten, aber wir werden sie mit schönem Inhalt füllen. Da bin ich mir sicher. Have fun, allen Leuten auch draußen viel Erfolg beim Handel und prüft immer, mit wem ihr am Ende des Tages handelt. Das ist tatsächlich wichtig. Viele achten da gar nicht drauf. Neben dem, was man theoretisch lernen kann und weiß, ist auch wichtig, dass die Ausführung am Ende des Tages so ist, wie sie sein soll, nämlich am Markt und echt. Also deswegen just fair and direct. Bleibt uns treu. Ich sage ciao dabei, viel Erfolg, Markus. Ich gehe jetzt sozusagen aus dem Äther und wünsche euch viel Spaß. Und schön das Kreuz über dem Mikro klicken. Exakt. Also, dann auch nochmal von meiner Seite einen wunderschönen guten Nachmittag, fast schon guten Abend zum mehrfachen Mal des heutigen Tages wieder ein Webinar. Diesmal nicht ganz so live an der aktuellen Situation. Wir hatten ja heute wirklich starke Bewegungen in den Märkten. Wir wollen hier mal grundsätzlicher Natur mal ein wenig darauf eingehen, wie ich Trends bestimme, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt, wie gesagt, diverse Möglichkeiten. Der eine Trader, der macht das so, der andere, der macht das so. Aber es gibt einfache Möglichkeiten. Und in meinen Augen sollte man auch aus einem Trend oder aus einer Trenddefinition kein Hexenwerk machen. Trendbestimmung ist einfach, sollte einfach sein. Und ich möchte euch mal ein, zwei, drei kleine, einfache Hilfsmittel beziehungsweise Herangehensweisen näher bringen, wie man Trends lokalisieren kann. Und vor allem, wofür es schlussendlich gut ist. Das ist ja immer die Frage. Ich meine, man hat vielleicht manchmal so als Vorstellung, es gibt den einen Indikator oder die Einstellung, die einem immer das Richtige sagt. Und das ist grundlegend falsch, wirklich in meinen Augen falsch. Man wird nie einen Indikator oder eine Herangehensweise finden, die immer recht hat, logischerweise, sondern man sollte eben einen groben Trendrichtung grob immer richtig haben, um dann eben schlussendlich auch Trades zu treffen, die dann eben Geld bringen und die Trades, mit denen man eben nicht so richtig liegt, dort eben dann schlussendlich diese Trades mit wenig Verlust ausgeht. Aber ganz kurz nochmal der Eventkalender. Chris hat es gerade schon auf dem YouTube-Kanal gezeigt. Ich möchte es nochmal ganz kurz dann auf der Website von jfdbank.com zeigen. Ihr habt die Möglichkeit, hier oben auf Research zu gehen, auf den Punkt Webinare und Events. Dort findet ihr natürlich jetzt auch diesen Workshop um 17 Uhr. Ihr habt euch sicherlich dann auch hier angemeldet und ihr habt dann entsprechend auch noch die Möglichkeit zu Live-Trading-Räumen. Das sind ebenfalls Webinare. Hier habt ihr die Möglichkeit, teilzunehmen, kostenlos teilzunehmen, einfach hier anmelden. Und das ist mal Vormittag, mal Nachmittag, mal Mittag, mal Abend. Meistens starte ich 9:15 Uhr, 9:45 Uhr am Vormittag und 16:15 Uhr am Nachmittag. Das sind so die Kernzeiten, meistens so fünfmal, sechsmal in der Woche.
Und ihr habt, wie gesagt, hier die Möglichkeit, euch anzumelden und dann eben auch Fragen zu stellen zum Trading, zu euren Überlegungen, zu Trades, die ihr selbst vielleicht offen habt, zu Herangehensweisen. Also ich bin da offen und versuche auch auf alles einzugehen. Und wie gesagt, hier habt ihr die Möglichkeit, morgen findet mal von meiner Seite gar nichts statt, weil ich morgen einen wichtigen Termin auswärts habe, wie man so schön sagt. Aber am Donnerstag geht das dann hier wieder los, eben auch mit diesem Live-Trading. Gut, okay, gehen wir auf den Dauer. Jones. Ich habe mir vorgenommen, den Dow Jones mir mal zu schnappen, um jetzt hier den grundlegenden Trend oder die Trendanalyse grundlegend mal anzugehen. Was sehen wir grundsätzlich, wenn man sich so einen Chart anschaut? Grundlegend ist es so, wenn wir uns mal das ganz große Bild anschauen. Ja, wenn wir uns jetzt hier mal den Dow Jones, Moment, ich mache das mal, ich habe so ein Grafiktool, da kann ich so zeichnen. Und wir sehen natürlich, dass wir hier seit 2015 beziehungsweise auch noch davor grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr lange Aufwärtsbewegung hatten. Und wie wäre es nicht schön, wenn man hier in dieser Aufwärtsbewegung natürlich vorrangig kaufen würde, statt verkaufen? Denn der Markt steigt ja und man kann natürlich dann höchstwahrscheinlich mehr Geld verdienen, wenn man kauft und nicht eben verkauft. Man kann ja beim Trading, wer vielleicht doch relativ neu mit dabei ist, man kann im Trading ja mit der Aufwärtsseite Geld verdienen, aber eben auch mit der Abwärtsseite, je nachdem, was man eingibt. Man kann shorten, verkaufen und würde dann schlussendlich bei Abwärtsbewegungen partizipieren können. Also wenn der Markt fällt, wie er es zum Beispiel auch die letzten Tage teilweise getan hat, dass man eben auf der Abwärtsseite Geld verdient. Also wenn man einen Short dreht oder einen Short-Trend lokalisiert, dann eben Geld verdient, wenn es abwärts geht. Beziehungsweise eben auch, wenn ein Markt aufwärts läuft, dass man entsprechend aufwärts Geld verdienen kann. Und somit ist es natürlich schön, wenn man eine Aufwärtsbewegung hat, dass einem dann auch die ein oder andere Indikation, der ein oder andere Indikator oder die ein oder andere Analysemethode sagt, wir sind long. Ja? Kaufe, mein lieber, kaufe oder meine Liebe, kaufe, denn der Markt steigt. So, und dann gibt es natürlich aber auch Situationen, wo der Markt entweder seitwärts läuft oder eben fällt. Und wenn man dann natürlich vorrangig verkaufen würde, wäre das natürlich genauso schön. Ja, also wenn ich dann in Aufwärtsbewegungen kaufe und in Abwärtsbewegungen verkaufe, wäre das erstmal grundsätzlich top. Das ist das, was man sich beim Trading ja vorstellt. Dann in einer Aufwärtsbewegung wieder kaufen, in einer Abwärtsbewegung wieder verkaufen, in einer Aufwärtsbewegung kaufen, Abwärtsbewegung verkaufen, Aufwärtsbewegung kaufen und dann schlussendlich, wenn wir jetzt wieder nach unten kommen, in eine Abwärtsbewegung wieder verkaufen. So, das ist ja so das, was man möchte. Also Trendbestimmung ist jetzt das Thema und es wäre doch schön, wenn man jetzt eine Herangehensweise hat, um eben grob Trends zu lokalisieren. Denn es gibt keinen Indikator der Welt, der jedes Mal einem sagt, wenn man das sogar jetzt hier vielleicht noch auf kleiner Ebene einzeichnet, okay, hier hört der Trend auf, er wird bis hierher short gehen, dann geht wieder die Aufwärtsseite bis hierhin los, um dann bis hier wieder short zu laufen. Dann eine lange Aufwärtsseite, kurze Konsolidierung, wieder aufwärts, kleine Konsolidierung seitwärts, wieder aufwärts, abwärts. Es wird keinen Indikator geben, der einem das natürlich punktgenau sagt, sondern, und da kommen wir zum Ziel, in meinen Augen zum Ziel einer Trendbestimmung. Ich zeichne jetzt mal grundsätzlich eine theoretische Bewegung eines Trends ein. Wir haben grundsätzlich Bewegungen auf der Aufwärtsseite, die Initialbewegung in einem Trend und dann haben wir in einem Aufwärtstrend, dann haben wir in einem Aufwärtstrend dann eben eine Konsolidierung, die in der Regel nicht so weit läuft wie die vorherige Aufwärtsbewegung. Dann kommt wieder eine Initialbewegung, dann kommt wieder eine Gegenbewegung, eine Initialbewegung, Gegenbewegung. Also ein Aufwärtstrend ist definiert mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Ja, das ist relativ einfach und wenn wir uns dann mal Trendbewegungen anschauen, also Aufwärtsbewegungen anschauen, dann wird man beobachten, dass das größtenteils auch so ist. Natürlich immer mit Ausnahmen, aber dazu kommen wir gleich noch. Die Ausnahmen sind grundsätzlich gar nicht so schlimm. Schauen wir uns zum Beispiel mal das erste Halbjahr diesen Jahres an. Wir wollen jetzt gar nicht so weit weggehen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was haben wir hier? Natürlich auf großer Zeitebene. Wir sind hier aktuell auf einem Tageschart, aber wir haben eine Aufwärtsbewegung, wir haben eine Gegenbewegung. Wir haben eine Aufwärtsbewegung, wir haben eine Gegenbewegung. Aufwärts, Gegenbewegung. Aufwärts, Gegenbewegung. Aufwärtsbewegung. So, und jetzt kommt hier erstmal eine Bewegung, die natürlich charttechnisch nicht ganz so sauber ist. Ja, eine Gegenbewegung. Wir haben dann hier auch auf kleiner Zeitebene
Ja, man macht ja so auch verschiedene Zeitebenen, sprechen wir gleich drüber. Da haben wir auch höhere Hochs, höhere Tiefs. Und dann wird hier dann irgendwann mal, ne, nachdem das Hoch hier oben nicht mehr nennenswert ausgebaut werden konnte, wird dann ein markanter Tiefpunkt durchstoßen. Und das sind dann schon die ersten Alarmzeichen. Okay, vorsichtig, es könnte vielleicht nicht mehr ganz so sauber aufwärts gehen. Und dann ändert sich ein Trend nicht selten dann natürlich in einen Abwärtstrend. Ein Aufwärtstrend ändert sich in einen Abwärtstrend. Sprich, erstmal wichtig zu lokalisieren, wo gehen grob die Hochpunkte und Tiefpunkte hin. Gehen Sie eher nach oben oder gehen Sie eher nach unten? Wo bin ich auf höherer Zeitebene? Wo bin ich auf geringerer Zeitebene? Auch hier wieder ein Beispiel, hohe Zeitebene, auf der wir uns aktuell befinden. Der Markt bewegt sich grundsätzlich aufwärts. Ne? Wir haben jetzt hier, der Markt bewegt sich grundsätzlich aufwärts. So. Also wir haben auf dem Tageschart einen klaren Aufwärtstrend. So. Jetzt haben wir aber, und da kommt man ja also in Richtung Daytrading, wir haben in so einem Aufwärtstrend natürlich auch immer Konsolidierungsphasen. Also da, wo es dann mal eine Woche, manchmal 2 Wochen, manchmal auch 4 Wochen eben erstmal nicht kernmäßig weiter aufwärts geht, sondern wo wir so ein bisschen konsolidieren, wo wir nach unten kommen, wo der Markt Luft holt, um dann gegebenenfalls an wichtigen charttechnischen Levels dann eben auch wieder die Aufwärtsseite aufzunehmen. So. Und jetzt wäre es doch schön, wenn man grundsätzlich erstmal eine grobe Herangehensweise hätte, die einem da sagt, okay, wir sind jetzt höchstwahrscheinlich aktuell aufwärts, dann vielleicht höchstwahrscheinlich in der Konsolidierung abwärts, dann kommt irgendwann wieder eine Aufwärtsbewegung, abwärts, aufwärts. Wie kann man das jetzt machen? Ich zeige euch gleich ein wunderbares Bild, wie man das machen kann. Aber ich will noch mal ganz kurz jetzt über das Ziel sprechen. Auf was zielen wir ab mit der Trendanalyse? Wir zielen nicht darauf ab, und das ist der wichtige Punkt, den man wirklich verstehen muss. Wir zielen nicht darauf ab, exakt immer die Extrempunkte zu erwischen, weil das kriegt man nicht hin. Wir werden mit einer Trendanalyse natürlich immer nur einen Großteil der Trendbewegung mitnehmen. Meistens ist es so, wenn der Trend eben anfängt zu starten, dass die ersten Wege, die ersten Schritte, man noch nicht diesen Trend sieht, noch nicht diesen Trend lokalisiert, sondern dass er meistens jede Trendindikation oder jede Trendanalysemethode den Trend natürlich erst erkennt, wenn er irgendwann startet. Ja, oder gestartet ist. Somit eine Trendanalyse wird immer später schlussendlich eben ja, aktiv werden. Die Vorzeichen werden erst grün, wenn der Trend schon langsam startet. Aber wir haben dann den Großteil des Trends vor uns. Zumindest geht man in der Trendanalyse davon aus. Und wenn wir dann schlussendlich zurücklaufen, führt das natürlich dazu, auch wenn ein Trendwechsel ist, dass man diesen Trendwechsel nicht exakt am Hoch erkennt. Das kann mal passieren. Also mir gelingt das auch, dass ich hin und wieder dann auch mal durch bestimmte Herangehensweisen Extrempunkte auch vorher schon, Wendepunkte vorher schon erkenne. Aber das gelingt mir logischerweise nicht immer, sondern in vielen Situationen auch in der Umdrehbewegung, dass ich dann erst so ein bisschen später merke, okay, jetzt fällt der Markt nach unten. Aber wichtig ist an der Stelle, dass man den Großteil der Bewegung, ja, in der man dann auch grundsätzlich das Geld verdient, dass man das mit einer Trendanalyse erkennt. Und jetzt gehen wir mal auf eine Chartdarstellung, die nennt sich Heikin Ashi. Gehen wir mal auch auf den Tageschart. Und jetzt sehen wir hier den Dow Jones und ich zeichne mal ein, was wir uns gerade angeschaut haben. Das war hier, ich zeige euch das nochmal, die erste Kernbewegung. Wir haben jetzt gerade hier auch über diese Gegenbewegung gesprochen, wir haben über diese Aufwärtsbewegung gesprochen und haben jetzt aktuell ja diese scharfe Abwärtsbewegung. Das gucken wir uns gleich jetzt nochmal auf dem richtigen Chartbild an. Gehen wir mal hier auf den Chart nochmal. Das ist jetzt hier der Dow Jones, die erste Aufwärtsbewegung, die wir gerade eingezeichnet hatten. Das ist diese hier, ne? Ne? Vorrangig Long, ja? Gegenbewegung, vorrangig Long, Gegenbewegung, vorrangig Long, Gegenbewegung. Diese Situation. Tageschart Dow Jones und gehen jetzt auf die Darstellung des Heikin Ashi Charts. Das ist eine Chartdarstellung, die kann man sich bei JFD anschauen. Und wir sehen hier, dass in dieser Aufwärtsbewegung diese Heikin Ashi Darstellung größtenteils grün ist. Dann in der Gegenbewegung größtenteils rot. Aufwärtsbewegung größtenteils grün, Gegenbewegung größtenteils rot, Aufwärtsbewegung größtenteils grün, Gegenbewegung größtenteils short. Und nun haben wir relativ zügig schon eigentlich dieses Ampelsystem, was wir uns gerne wünschen. Ja, also das uns grün anzeigt, wenn der Markt steigt und rot anzeigt, wenn der Markt fällt. Sicherlich, und das ist das, was ich gerade meinte, man wird immer ein Für und Wider finden. Wir haben hier natürlich auch zwischendurch diese kleinen Gegenbewegungen, die dann auch mal rot werden. Das ist aber nicht so schlimm, weil das sind verhältnismäßig zu den grünen Bewegungen verschwindend geringe
Phasen, wo man dann vielleicht auch mal sagt, okay, ich hätte ja hier den perfekten Einstieg finden können für die Aufwärtsbewegung, habe ich aber nicht, weil dieses Ampelsystem komischerweise rot anzeigte. Das ist nicht so schlimm. Das Ziel ist es, die Kernbewegungen mitzunehmen, die Kernbewegungen zu analysieren in so einer Aufwärtsbewegung. Man wird nie das Nonplusultra finden. Und von daher ist es eine meiner Herangehensweisen, die wir teilweise auch in Automatismen verwenden, um einen groben Trend zu lokalisieren, die Herangehensweise des Heiken-Aschi-Charts. Da kann man nämlich auch nicht so viel daran rütteln, denn die Parameter, die sind fest. Man hat viele Herangehensweisen, auch eine zweite, die ich euch gleich vorstellen werde. Zum Beispiel eben, also das werde ich euch gleich zeigen, wenn man sich den Moving Average, einen gleitenden Durchschnitt als Trendindikation nimmt. Ja, aber hier kann man ja dann schon wieder sagen, welchen nimmst du denn da? Den 30er, den 50er, den 100er, den 200er? Da hat man schon wieder viel, viel, viel Spielraum. Der eine nimmt einen 200er, grobe Trendindikation, der andere nimmt wieder den 50er, eine etwas kleinere Herangehensweise eines Moving Averages. Aber man hat schon wieder Spielraum. Man kann sich austoben und austoben ist meistens gar nicht so gut, weil austoben bedeutet, man verplempert nur Zeit und tradet nicht. Und der Heiken-Aschi-Chart beziehungsweise die Heiken-Aschi-Darstellung, die ist in der Formel her gleich. Da kann man nichts dran rütteln. Man kann lediglich daran rütteln, dass man sagt, okay, ich wähle die Trenddarstellung im Tageschart. Ich wähle die Trenddarstellung gegebenenfalls im Wochenchart oder gar im 4-Stunden-Chart. Ja, und ihr seht, dass immer diese Farbdarstellung in irgendeiner Art und Weise da ist. Und ihr seht auch hier die Kernbewegung, die in einer Aufwärtsphase oder in einer Abwärtsphase stattfindet, die ist immer entsprechend in der jeweiligen Farbe, wie ich sie haben möchte. Aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, grundsätzlich aufwärts. Und wir haben damit ein wunderbares Ampelsystem, was sich ideal für eine Trendbestimmung heranziehen lässt. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere Hilfsmittel. Wir haben auch noch weil das werde ich anders gesagt, wir werden zukünftig hier noch eine andere Möglichkeit, die sich ähnlich des Heiken-Aschi-Charts darstellt, vorstellen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es gibt es aktuell eh noch nicht. Aber wir werden mal uns jetzt hier einen Indikator reinziehen, und zwar einfach einen klassischen Moving Average, einen gleitenden Durchschnitt. Ja? Den kann man hier unter einfügen, ja? Indikatoren, und dann eben unter Tendenz findet man bei mir den Moving Average, müsste eigentlich auch bei euch unter unter der Kategorie Tendenz sein. So, und jetzt hat man hier die Möglichkeit, wie ich es gerade schon sagte, erstmal natürlich die Farbe einzustellen. Das machen wir hier mal in Blau. Machen auch die Intensität ein bisschen dicker, dass wir jetzt auch sehen, worüber wir sprechen. Und jetzt hat man hier noch die Möglichkeit, eine Periode einzustellen. Und das ist das, was ich gerade meinte. Man hat jetzt hier eine Möglichkeit, was einzustellen. Das gibt es beim Heiken-Aschi nicht. So, und jetzt können wir hier mal den 200er lassen. Wir lassen mal einen 200er gleitenden Durchschnitt und gehen mal zurück auf den Tageschart. Und der 200er gleitende Durchschnitt ist ein Durchschnitt, der sehr, sehr häufig in der Charttechnik angewandt wird. Gerade auch, wenn man eben mal NTV schaut oder eben sich den ein oder anderen Artikel durchliest, wo übergeordnete Trends lokalisiert werden, dann geht es sehr, sehr häufig um den 200er gleitenden Durchschnitt, wo man sagt, ah, der Dow Jones ist schon wieder in der Nähe des 200er gleitenden Durchschnitts. Und das hat eine gewisse Relevanz oder eben auch keine Relevanz. So, und also es wird dieser Durchschnitt sehr, sehr häufig genutzt. Was schlussendlich gesagt wird, alles, was oberhalb eines gleitenden Durchschnitts stattfindet, ist grundlegend long. Und alles, was unterhalb eines gleitenden Durchschnittes stattfindet, ist größtenteils oder wird als Short gewertet. Jetzt sieht man hier allerdings, dass wir dort ein kleines Problem bekommen. Und zwar ist das Problem größtenteils da, wenn sich Märkte schneller bewegen und nicht so langsam. Es ist ja grundsätzlich okay, wenn wir jetzt hier oberhalb, na, das stellt sich jetzt ein bisschen blöd dar, machen wir anders, wenn wir jetzt hier quasi oberhalb des gleitenden Durchschnitts sind, ne, dann haben wir hier erstmal, ja, long, okay, haut hin. Ja, wenn dann hier irgendwo die Märkte hochgehen, haben wir recht. Aber Gegenbewegungen, die teilweise dann auch relativ scharf oder sich entwickeln, schaut mal, diese starken Gegenbewegungen, die teilweise stattfinden, schaut mal von hier unten, wie weit sich der Markt von diesem 200er gleitenden Durchschnitt wegbewegt und dann diese Riesenstrecke, bis der dann irgendwann mal theoretisch grün anzeigen würde, diese ganze Strecke. Zum einen verpasst man sie auf der Long-Seite und zum anderen geht man vielleicht fälschlicherweise immer wieder short in solchen Situationen, weil, wenn man sagt, okay, so ein gleitender Durchschnitt ist ein Trendfilter,
dann hat man natürlich in scharfen Gegenbewegungen, und ihr seht ganz klassisch in diesem Bild, dass das sehr, sehr häufig der Fall ist. Ja, hier hat man lange Zeit recht mit diesem Trendfilter, aber starke Gegenbewegungen oder grundsätzlich Gegenbewegungen werden auch lange, lange geritten. Man hat quasi das Ampelsystem zeigt viel zu lange grün in Aufwärtsbewegung, beziehungsweise zeigt viel zu lange, nee, umgedreht, zeigt dann teilweise ja doch viel zu lange grün, wenn wir dann auch schon in einer Konsolidierung sind, beziehungsweise zeigt viel zu lange rot, wenn wir dann schon in einer Erholungsphase sind. Von daher findet ihr eigentlich sehr, sehr wenig gleitende Durchschnitte bei mir in irgendwelchen Chartdarstellungen, weil das schlussendlich auch etwas zu grob ist. Man könnte jetzt sagen, und dann geht es aber schon wieder los, und das ist genau das, was ich nicht möchte und was ich auch eigentlich keinem empfehle in diesem Maße, dass man dann wiederum sagt, okay, wir fangen jetzt an, dann nicht nur den 200er zu nehmen, sondern wir fangen dann eben an, auch schon uns einen 50er zu nehmen. Ja? Moving Average, da nehmen wir jetzt mal die Farbe Rot. Nee, Rot haben wir schon als Farbe im Chart. Dann nehmen wir mal Dunkelblau und machen hier mal die 50 draus. Ne? Und dicker Strich. Okay, so. Jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus, weil dieser gleitende Durchschnitt, der geht dann doch schon so ein bisschen mehr mit. Ja, wenn wir mal am Anfang hier starten, diese dann startende Gegenbewegungen, da wird es dann doch ein bisschen eher angezeigt, dass das vielleicht dann doch ein bisschen länger rot wird. Also wir sind schneller unter dem gleitenden Durchschnitt. Aber ihr seht auch, dass natürlich zwischendurch doch auch diverse Fehlsignale kommen. Grundsätzlich die Herangehensweise mit gleitenden Durchschnitten jetzt nicht grundsätzlich komplett verkehrt ist, aber in meinen Augen gibt es bessere Methoden, die auch einfach sind, ohne Spielraum. Ich brauche keinen Computer anstrengen, der mir sagt, ja, aktuell ist die Kombination an gleitenden Durchschnitten die beste und hier Rainbow und da Rainbow. Ich weiß, dass zum Beispiel Christian Kämmerer ein Verfechter und auch der Dennis Gürtler ein Verfechter von Rainbow Charts sind, die natürlich dann eben mit noch mehr gleitenden Durchschnitten arbeiten, teilweise exponentiell geglättete und so weiter. Aber ich bin da einfach kein Freund von, weil es in meinen Augen teilweise zu sehr ablenkt, ja, und teilweise auch Signale etwas zu verspätet kommen. Und wir sehen, dass hier, wenn man mal diesen Heiken Ashi nutzt, ja, klar habe ich zwischendurch, wenn der Markt sich aufwärts bewegt, auch zwischendurch mal kleinere Gegenbewegungstage. Das kommt durchaus vor, aber wichtig ist, dass die Kernbewegung und das eben auch teilweise relativ zügig die richtige Farbe anzeigen. Und wenn man dann, und was ich eh empfehle, dass ich natürlich, wenn ich eine Trendanalyse mache, und jetzt wir bleiben mal bei der Analyse nur des Heiken Ashi Charts, ja, ohne die Striche. Wir lassen mal die Moving Averages erstmal weg. Und ich sehe jetzt hier schlussendlich die Farbdarstellung grün und rot. Ich zeichne das nochmal in den Farben ein. Also jetzt mal hier, ne? Wir laufen stark nach unten. Ne? So, hier, stark nach unten. Rot. Alles rot, immer short, short, short. Und jetzt wird auf sehr, sehr tiefer Zeitebene hier unten auf einmal diese Umstellung grün. So. Jetzt würde man, wenn man nur den Heiken Ashi Chart als Trendindikation zur Hilfe nimmt, würde man natürlich ja anfangen, da unten zu kaufen. In dem Fall wäre das jetzt auch nicht so schlecht gewesen, denn der Markt stieg, ging dann nochmal kurz auf Rot um und stieg, und größtenteils wäre man long gewesen. Ne? Wenn man immer wieder kauft oder diese Trendindikation, die man ja hier auf einer größeren Zeitebene stattfinden lässt, man sollte das auf größeren Zeitebenen machen, wenn man zum Beispiel auf 5 oder 10 Minuten agiert, dass man dann eben die Trendindikation auf größeren Zeitebenen macht. So, jetzt hat man hier einen Trendwechsel. In dem Fall hätte das super funktioniert. Aber, und jetzt kommt im Prinzip das hinzu, was ich vorher gesagt habe. Wenn man dann auch zusätzlich nochmal entweder einen fundamentalen Charakter hinzunimmt oder auch so ein bisschen das Marktverständnis stärkt, wie funktioniert ein Markt, Intermarket-Analysen stattfinden lässt, also wie bewegen sich andere Märkte, wir sind ja jetzt hier nur im Dow Jones, ein wenig mal auf den S&P schaut, auf den DAX schaut, aufs Gold schaut, Intermarket-Analysen stattfinden lässt, Sentiment-Analysen stattfinden lässt und das, was ich eben erklärt habe, die ganz simple Herangehensweise, Aufwärtstrend, steigende Hochs und steigende Tiefs. Abwärtstrend, fallende Hochs, fallende Tiefs. So. Und wenn ich jetzt so eine Aufwärtsbewegung habe,
Und das ist das, was ich gerade sagte. Man wird in der Regel so einen Trend nicht direkt am Anfang erwischen. Also im untersten, kleinen, untersten Kästchen hier sagen, ah, klar, logisch, hier, der Markt dreht, ist doch ganz klar. Das wird man nicht schaffen. Man wird in der Regel erst später einsteigen, also diesen Trend später erwischen und dann aber trotzdem noch den Großteil des Trendes eben reiten, weil man sollte dann, jetzt wenn man auf dem Tagesschart bleibt, wirklich eben noch anfangen, dass man sagt, okay, hier sollte sich wenigstens, das muss ja nicht im Tageschart sein, das kann dann zum Beispiel im 4-Stunden-Chart sein, auf untergeordneter Zeitebene, ja, also wenn wir jetzt hier jetzt mal diese Abwärtsbewegung, über die wir gerade sprechen, diese Abwärtsbewegung, ja, machen wir nochmal blau, dass ihr wisst, ne, diese Abwärtsbewegung hier, und wir reden ja jetzt hier unten über diesen Trendwechsel, ne? Das hier wird auf einem 4-Stunden-Chart, wird diese Abwärtsbewegung in irgendeiner Art und Weise so zu lokalisieren sein. Ne, man hat fallende Hochs, fallende Tiefs. Ja, die meisten Tage sind abwärts, zwischendurch vielleicht mal ein Erholungstag, und man wird eben auf einem 4-Stunden-Chart fallende Hochs, können wir auch gleich nochmal schauen, fallende Hochs und fallende Tiefs lokalisieren. Und irgendwann in dem Bereich hier unten, ja, wird diese Sequenz auf einer geringeren Zeiteinheit logischerweise sich ändern. Und zwar, wenn der Markt dann eben wirklich hochgeht, werden wir wiederum eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs lokalisieren. So, der Heiken Aschi, der wird vielleicht schon hier grün. Da weiß ich aber noch nicht, ob nicht doch das ein Fehlsignal ist und der Markt weiter fällt. Aber wenn ich dann noch ein zweites Puzzleteil zum Beispiel hinzunehme, dass ich dann sage, okay, ich habe zwar das eine Signal oder der eine Trendfilter, der sagt schon grün, aber ich warte jetzt zum Beispiel noch ab, dass ich annähernd auf einer kleineren Zeiteinheit dann auch wirklich diese Trendwende zeigt. Und zwar, dass dann hier eine Sequenz und ab hier ist es erkennbar, dann steigender Hochs und steigender Tiefs eintritt. Wie gesagt, man wird, wenn man eine Trendanalyse macht, nie den untersten Punkt erwischen. Nie den untersten Punkt erwischen hier, sondern natürlich erst noch vorsichtig sein. Oder beziehungsweise kann es auch sein, dass man eben, obwohl im Nachhinein zu erkennen, der Trendwechsel schon stattgefunden hat, ich trotzdem noch in Trendwechselsituationen Short Trades eingehe, die meistens ja trotzdem auch noch irgendwie laufen, aber nicht mehr so richtig. Ja, keine neuen Tiefs werden mehr ausgebaut, der Markt dreht doch relativ schnell nach oben weg. Also es bedeutet nicht, dass ich sofort Minus-Trades machen muss, aber höchstwahrscheinlich kommen die Short-Trades dann nicht mehr so richtig ins Laufen und dann merkt man irgendwann, ah, okay, der Trend dreht sich. Und jetzt schauen wir uns diese Situation mal an. Und das ist hier, ich weiß das und der ein oder andere von euch wird es auch wissen, dass diese Bewegung, dass das Ende des vergangenen Jahres waren und dass kurz oder um die Weihnachtszeit diese Trendwende stattgefunden hat und dann das erste komplette Halbjahr 2019 aufwärts tendierend war. Ja, wir haben Plus, wir haben dann hier, ich muss nochmal gucken, es ging sogar bis hierhin, wir hatten so diese Schwäche, war noch im ersten Halbjahr, aber grundlegend ist das erste Halbjahr des Jahres 2019 aufwärts tendierend gewesen und wir sehen auch, dass zumindest der Heiken Aschi größtenteils grün anzeigte, zumindest die Phasen, die aufwärts liefen, auch schlussendlich grün waren. So, das merken wir uns. Und jetzt gehen wir mal auf die normale oder auf eine kleinere Chartdarstellung. Wir können im Heiken Aschi bleiben, weil die Chartdarstellung grundsätzlich ist eine ähnliche, ja, oder ist eine gleiche eigentlich. So, und jetzt schieben wir hier mal das Ganze zurück und wissen, okay, Ende Dezember, ja, Ende Dezember war dieser Trendwechsel, das ist hier unten der Fall. Das ist hier diese Phase, die wir uns gerade angeschaut haben. Ja, zack, da ist der Trendwechsel findet hier statt. So, wir sind die ganze Zeit abwärts tendierend. Zack, 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 fallende Hochs, fallende Tiefs, zack, zack, hier so ein kleines Ding noch, zack, so, die ganze Zeit. So, und jetzt geht es auf einmal grün los, oft, ne? Hoch, runter, hoch. So, und hier, wenn man jetzt mal von der Definition ausgeht, hier ab diesem Punkt merke ich, okay, das könnte ein Trendwechsel sein. Das sind nicht so viele Tage, da geht es um 3, 4 Tage. Und wenn man jetzt mal das Bild zusammenschiebt, ja, wo man das im Endeffekt erkannt hat, dass dieses Muster sich dreht, ja, das ist hier unten, und wie weit schlussendlich der Markt dann grundsätzlich erst nur noch stieg, gut, hier hat man nochmal einen Wechsel schon mal zwischendurch, nochmal, hier ging es ja nochmal ein bisschen mehr abwärts, um dann wieder aufwärts zu laufen. Aber wenn man grundsätzlich dieser Herangehensweise folgt, und da kann man eben, wie gesagt, diverse Informationen zusammenbringen, dann wird einem die Trendanalyse schon immer einfacher. Dann kommen natürlich irgendwann auch noch so ein bisschen Erfahrung hinzu.
Erfahrung zum Beispiel, dass wir im Live-Trading-Room oder auch im Livestream, das, was ich euch vorhin gezeigt hatte, im S&P schon hier mit der Abwärtsbewegung und der darauf folgenden Aufwärtsbewegung. Also wir hatten jetzt kürzlich, das ist jetzt ja hier eine Bewegung der letzten Tage, wir hatten vergangene Woche Montag einen schwachen Handelsstart. Wir waren vorher schon abwärts tendierend. Dann kam der Montag, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das startete sogar 26, ja, das startete hier irgendwo. Ich muss jetzt aber so ungefähr, dann kam der Montag, in der Nachtsession schon Schwäche, in der Kernhandelszeit Schwäche und dann kam nochmal die Nachtsession. Also das war fast alles ein Tag, wo der Markt sich nach unten so richtig auskotzte, um es auf gut Deutsch zu sagen, um dann in der Nacht bis zum nächsten Handelsstart schon wieder ordentlich anzuziehen. Und solche Formationen, die dann innerhalb von wenigen Stunden stattfinden, das passiert natürlich nicht so oft. Das hatten wir jetzt im S&P und im Dow Jones oder beziehungsweise hatten wir es zum Beispiel auch vergangenes Jahr in Gold, wo dann auf einmal schnell nochmal Eskalation stattfindet, wo man dann eben auch aufgrund nur dieser Formation, das ist eine Erfahrungssache, dafür machen wir zum Beispiel auch den Live-Trading-Room, um diese Punkte eben teilweise dann auch zusammen zu erkennen. Und hier haben wir dann schon mal auch grundsätzlich, unabhängig dessen, dass sich hier noch nicht so richtig eine Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs ereignet hat, haben wir dann schon gesagt, okay, durchaus möglich, dass jetzt hier Aufwärtstage folgen. Und wenn man sich das wiederum dann auf dem Stundenchart anschaut und auch da von mir aus wieder sich die Bestätigung geben lässt, ja, das wurde auch hier grün. Wir haben dann eine Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs, egal wie man sich das betrachtet. Und das führte schlussendlich dazu, dass wir dann eben hier auch zumindest Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vergangene Handelswoche die Aufwärtsseite gehandelt haben und dann auch schon wieder aus der Erfahrung raus der Sprung auf das übergeordnete Abwärtsbild kam und wir dann hier am Freitag beziehungsweise gestern, Freitag, das war glaube ich hier so diese Phase, die war gar nicht so schwach, aber gestern, muss man sich überlegen, wir haben heute Dienstag, richtig, gestern ja dann auch wieder Schwäche kam in den Märkten und das haben wir dann wiederum auf der Abwärtsseite prozyklisch umgesetzt. Und so baut man sich sukzessive, und es kommen gleich ein paar Fragen, hier, da werde ich gleich drauf eingehen, so baut man sich natürlich sukzessive erstmal rein systematisch, ohne dass man Erfahrung mit hinzubringt, kann man sich ein Trendfolgesystem aufbauen, dass man erstmal die Trends erkennt. Und dann kommen halt noch so Punkte hinzu wie Erfahrung. Klar, die muss man sich aufbauen. Die baut sich auch nicht innerhalb von 5 Tagen auf, sondern da braucht man natürlich schon eine gewisse Zeit, entschuldigt, einen gewissen Zeitraum. Da hilft einem zum Beispiel ein Coach, der mit einem die Erfahrung ein bisschen schneller aufbaut, weil man einfach auf bestimmte wichtige Punkte hingewiesen wird. Und so ein Coaching natürlich rechts und links so ein bisschen als Leitplanke zu sehen ist. Ja, man driftet beim Trading nicht zu weit nach links oder rechts ab, sondern versucht so ein bisschen natürlich in der Spur zu bleiben. Und somit kann man natürlich den Punkt Erfahrung auch verkürzen. Ja, man braucht nicht wie bei mir gute 20 Jahre, sondern man wird eben diesen Faktor dann eben auch in 1, 2, 3 Jahren ja irgendwo aufbauen können. Ne? Das ist jetzt auch kein Ding. Und dann kommen natürlich noch Punkte hinzu, die sich da Widerstände und Unterstützungen schimpfen. Und das hatte der Chris ja auch gerade schon angesprochen, dass wir im Prinzip dann noch als nächstes Puzzleteil zu dieser groben Trendanalyse anfangen, mit Widerständen und Unterstützungen zu arbeiten, sprich mit markanten technischen Linien aus der Vergangenheit, die meistens in der Zukunft auch eine Relevanz haben werden. Das Erste, was mir jetzt auffällt, ganz optisch nur mal, ist jetzt zum Beispiel hier so eine Linie, die jetzt hier eine Relevanz hatte, hier kurz Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebaut, also hier zweimal die Schulter hatte, dann hier nochmal wichtig war, hier auch wichtig war. Ja, also diese Linie zieht sich, wurde hier vorne quasi schon mal durch zwei, drei charttechnische Punkte markiert. Von daher hat sie eine Relevanz. Ne? Hier, hier und hier. Und jetzt haben wir hier irgendwo eine Reaktion, hier nicht ganz so. Aber wir werden eben in Zukunft hier dann auch Reaktionen in diesem Bereich sehen. So. Das ist auch kein Hexenwerk und man wird immer charttechnisch wichtige Bereiche finden. Aber was ist jetzt der Kernpunkt, wenn man zum einen am Anfang eine Trendanalyse aufgebaut hat? Ne, haben wir jetzt gemacht. Wir haben, sage ich mal, eine Möglichkeit. Wir haben so die gleitenden Durchschnitte so ein bisschen links liegen lassen, haben uns jetzt eben charttechnisch angeschaut, okay, steigende Hochs, steigende Tiefs, so sollte sich ein Trend auf der Aufwärtsseite aufbauen, fallende Hochs, fallende Tiefs auf der Abwärtsseite. Wir haben dann zusätzlich geschaut, okay, Trendwechselmuster kann man so grob erkennen. Und wenn man jetzt dann noch sagt, okay,
Wir haben grundsätzlich Widerstände und Unterstützungen, wie es zum Beispiel, wir gehen mal dazu zum DAX, und da kommen wir so ein bisschen auch zum charttechnischen Punkt, der jetzt aktuell wichtig ist. Wir haben zum Beispiel, und wenn ihr das oder schon JFD etwas länger verfolgt, wenn ihr vielleicht sogar eben in den Livestreams schon mit dabei wart, im Live-Trading-Room mit dabei wart oder eben den YouTube-Kanal von JFD kennt, dann werdet ihr wissen, dass ich am Wochenende immer eine Trading-Wochenanalyse online stelle. Dafür suchen wir mal kurz den JFD Bank YouTube-Kanal und warten dann mal kurz, bis der geladen ist. Wählen den aus, ne? Einfach bei YouTube JFD wählen, dann dort draufklicken, dann entsprechend auf Videos gehen. Ja. Und dann findet ihr hier, das ist das, was Chris gerade auch schon mal gezeigt hatte, hier findet ihr dann die ganzen Livestreams und sowas, die ja da tagtäglich stattfinden. Aber ihr findet hier auch diese Trading-Wochenanalyse. Diese Woche ist sie sehr spät gekommen. Ja? Diese Woche habe ich sie wirklich erst am Sonntag um, ich weiß gar nicht, 16, 17 Uhr aufgenommen. Normalerweise nehme ich sie schon ja, Sonntagvormittag oder Samstag auf, aber irgendwie am Wochenende. Und sicherlich gab es in den letzten anderthalb Jahren vielleicht mal ein, zwei Wochenenden, wo ich es nicht gemacht habe. Und das wird auch im September, wobei die Trading-Wochenanalyse werde ich wahrscheinlich trotzdem auch im Urlaub machen. Aber ich bin Anfang September mal 2 Wochen im Urlaub. Aber da werde ich diese Trading-Wochenanalyse wahrscheinlich trotzdem machen, weil es für mich auch trotzdem ja eine persönliche Analyse ist. Und in dieser Analyse haben wir, schaut euch das gerne mal an oder könnt ihr auch euch wöchentlich anschauen, da habe ich im DAX darüber gesprochen, dass der Bereich 840 aus meiner Sicht her ein wichtiger Bereich ist. Nicht nur, dass es ein klassischer Widerstand ist, sondern das bedingt durch die Vergangenheit dieser Widerstand richtungsentscheidend sein sollte. Was bedeutet richtungsentscheidend? Wir gehen hier mal auf einen Halbstundenchart, schauen uns das Ganze an, müssen sogar auf einen Stundenchart gehen, um diese Relevanz dieser Marke zu sehen. Richtungsentscheidend bedeutet für mich, dass ich, wenn sich bis dahin nicht was ändert, was ich dann eben gestern getan hat. Aber erstmal war der Gedanke, 840 ist richtungsentscheidend, was grundsätzlich bedeutet, wir sind grundsätzlich abwärts laufend. Abwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, das, was wir uns grundsätzlich jetzt hier angeschaut haben. Ne? Wir haben einen Trend abwärts. Ne? Fallende Hochs, fallende Tiefs und auch der Heiken Aschi, der wäre jetzt rot und alles ist abwärts. Und das große Bild ist abwärts tendierend. Und dann haben wir ähnlich wie im S&P eine Erholungsbewegung auf der Aufwärtsseite gesehen. Und charttechnisch hatten wir in diesem 840er-Bereich hier, 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 hier schon mal Reaktionen, auch hier. Und dann hatten wir in der vergangenen Handelswoche Donnerstag und Freitag an diesem Widerstand ebenfalls Reaktionen. Ne, das ist so aus der Erfahrung, sieht man sowas und kann man sowas eben festlegen. Was für mich bedeutete, diese 840 wird eine charttechnische Relevanz haben. Und ich bin sogar am Wochenende so weit gegangen, dass ich gesagt habe, diese 840, die wird richtungsentscheidend sein für die Woche. Also alles, was darunter ist, erstmal grundlegend weiter trendfolgend abwärts. Und alles, was darüber ist, könnte eine Trendwende darstellen. Könnte man sich auch aufwärts die ganze Geschichte anschauen. Was dazu führte, dass wir gestern dann im Live-Trading-Room, nachdem der Markt sich etwas erholt hat, den Widerstand angelaufen hat, der Markt hier oben angefangen hat zu reagieren, dann hier oben eine Short Trade eingegangen sind und hier sehr, sehr schöne Punkte verdienen konnten. Alles bedingt durch eine charttechnische Analyse, durch eine Trendanalyse, ähnlich wie ich das jetzt erklärt habe. Das geht bei mir natürlich relativ zügig. Man erkennt das mit der Erfahrung eigentlich fast mit einem Blick. Ja. Und somit ist jetzt hier auch heute die Abwärtsseite aktiv gewesen, wobei ich hier heute leider wirklich so ein bisschen Pech hatte, dass ich diese Bewegung, die ich eigentlich sehen wollte, schlussendlich nicht bekommen habe. Aber das Ziel wurde grundsätzlich erreicht. Ja, wir hatten hier über diese Tiefs gesprochen und über das Unterlaufen dieser Tiefs. Also das Ziel wurde erreicht, habe allerdings hier heute ganz, 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 ganz minimal verloren, im Gegensatz natürlich zu der Gewinnbewegung von gestern. Aber war weiter auf der Abwärtsseite so. Und dann kam heute eine starke Aufwärtsbewegung, wieder in den Widerstandsbereich 840 rein, Gegenreaktion in diesem Bereich. Sowas hier, so eine Überraschungen, die können natürlich jederzeit, da kann man noch so gute Trendanalysen machen, die können natürlich jederzeit auftreten. Gerade auf kurzen Zeitebenen kann sowas auftreten. Aber selbst wenn man es jetzt hier noch einmal irgendwie auf der Short-Seite versucht, ja gut, dann hat man eben auch mal einen Fehltrade.
Auch mal ein Fehltrade bedeutet bei mir, dass ich in etwa 50% meiner Trades Fehltrades habe. Das sind keine Trading-Fehler, das sind ganz normale Verluste, die beim Trading dazugehören. Und da könnte man jetzt an der Stelle weitermachen und darüber sprechen, wie Gewinn-Verlust-Verteilungen sein sollten, wie eben Gewinne klein gehalten werden, wie man Gewinne groß macht. Trenderkennung, das, was wir besprochen haben, in meinen Augen wirklich nur natürlich ein Teil des Tradings. Und wenn ihr dazu Fragen habt, es kommen ein paar Fragen, ich lese das gerade gleich mal. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in den Live-Trading-Räumen, können wir da noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Man könnte dieses Thema natürlich auch noch weiter ausschmücken. Ich habe vor einer Stunde von Chris gesagt bekommen, Mensch, hast du nicht die Möglichkeit, hier mal die Thematik zu übernehmen? Ich habe sie jetzt quasi aus dem Bauch raus. Gerne würde ich auch euch vielleicht mal den einen oder anderen PowerPoint-Slide hier noch vorbereiten zu. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Das war jetzt eine Nummer aus dem Bauch raus. Aber ich denke, ihr habt so ein bisschen so annähernd zumindest meine Tickweise mitbekommen und meine Denkweise zur Trenderkennung mitbekommen. Und ich lese jetzt mal kurz im Chat, das ist schon ein bisschen her, genau das ist das Problem. Man ist mit Indikatoren eigentlich immer zu spät im Markt. Gut, also wie gesagt, das ist normal, dass man eben auch mit einer Trenderkennung, so wie ich sie jetzt euch erklärt habe, dass man natürlich, egal was man macht, man wird nie es schaffen, exakt Wendepunkte zu lokalisieren. Das haute jetzt gestern mit der 840 mal hin, dass man da wirklich annähernd am Tageshoch eingestiegen ist. Aber sage ich ja, das bekommt man auch mit vernünftigen Analysemethoden hin, dass man perfekte Einstiege generiert, wo der Markt wirklich sofort für einen läuft, alles picobello ist. Aber da gehört ein bisschen mehr als ein Trendindikation dazu, sondern eben natürlich noch viele kleine andere Schritte. Und dass man eben schlussendlich nie weiß, wo hört denn jetzt eine Bewegung auf? Das ist auch, wie gesagt, nicht das Ziel. Und das ist das, was ich euch jetzt versuchen wollte, auch näher zu bringen. Wichtig ist, dass man eine Trendanalyse auf einer höheren Zeitebene macht und dann auf geringeren Zeitebenen handelt. Ja, das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Man sollte die Trendanalyse, wenn man jetzt vielleicht so im kurzfristigen Swing Trading unterwegs ist, dann sollte man die Trendanalyse auf dem Tagesschart machen und dann vielleicht 4 Stunden Chart handeln. Oder wenn man schon Richtung Daytrading geht, kann man eben natürlich auch die Trendanalyse auf dem Tagesschart machen, aber vielleicht die Trendanalyse auf dem 4-Stunden-Chart, um dann eben auf dem 15- oder 5-Minuten-Chart zu handeln. Von mir aus auch die Trendanalyse auf dem Stundenchart, um im 5-Minuten-Chart zu handeln. Ich vermixe das natürlich immer noch so ein bisschen, die Informationen aus dem Tages-, aus dem Wochenchart, wobei Wochenchart jetzt schon fast uninteressant ist. Ja, dann, ne, ich vermixe das natürlich auch, versuche euch das auch jedes Mal, wenn ich einen Trade eingehe, bestmöglich zu erklären. Aber ich denke mal, das war jetzt schon erstmal recht gut erklärt. So, wo finde ich den Heiken-Aschi-Chart? Fragt jetzt hier der Karl an der Stelle. Das zeige ich euch gerne auch relativ zügig. Ihr habt bei Indikat bei doch Chartfunktionen Indikatoren. Das ist ein Indikator. Nee, Quatsch, schwachsinnig. Kommando zurück. Einfügen Indikatoren. Da seht ihr mal, wie selten ich sowas einfüge. Benutzer definiert müsste es sein und dann hier Heiken Aschi. Ja? Dann geht ihr hier rauf. Wichtig ist allerdings, wenn ihr das macht, werdet ihr nicht so eine saubere Farbdarstellung haben wie ich, weil es grundsätzlich so ist, dass der Indikator hinter dem normalen Chart liegt. Und da gibt es einen recht einfachen Trick, rechte Maustaste Eigenschaften. Und ihr seht, dass ich hier die Kerzen, Farben, alles auf Non bzw. Weiß gestellt habe. Ja, dass ich den Chart quasi durchsichtig mache. Und somit dann der Indikator, das ist ja ein Indikator, quasi in den Vordergrund rutscht. Ja, Balken runter ist hier quasi auch falsch. Das müsste auch auf Non oder quasi auf Weiß gestellt werden. Genau so. Und dann bestätigt ihr das Ganze und dann habt ihr quasi diesen Heiken-Aschi-Chart auch im Vordergrund. Ja. Dann kommt hier noch die Frage, kann man sich den Angriffspreis im Chart anzeigen lassen? Okay, das ist ein zusätzlicher Indikator, Marco, der hier oben von meiner Seite herrscht. Den könnte ich auch euch zur Verfügung stellen oder kann ich euch zur Verfügung stellen. Komme dazu bitte in den Live-Trading-Room. Ja. Was sind noch sehr gute Indikatoren, von denen es viele gibt?
Wie ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen erahnen könnt, bin ich kein Freund von Indikatoren. Und ich habe ja selbst den gleitenden Durchschnitt, was so ein relativ einfacher Indikator ist, schon fast jetzt links liegen lassen in der Präsentation. Ich nutze zum Beispiel noch einen super Trend, also das werde ich euch zukünftig vorstellen. Vielleicht ist es in den nächsten 4, 5 Wochen da, dass wir darüber sprechen können. Auch ein Trendindikator, ähnlich wie ein Heiken-Ashi-Chart in der Darstellung, nur dass er ATR-basiert ist, also auf die aktuelle Schwankungsbreite, die hier unten dargestellt ist, dort eben drauf basierend ist, sprich die Wechselpunkte für einen Trend, die wechseln je nach Schwankungsintensität, ist jetzt ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen zu tief in der Materie. Das nutze ich noch in anderen Chartprogrammen und wir sind auch da gerade dabei, das für den MetaTrader zu programmieren. Ansonsten, ja, also es gibt natürlich, wenn man auf Einfügen Indikatoren geht, ne, und dann auf Tendenz geht, weil wir irgendwo lokalisieren wollen, eine Tendenz, gibt es Bollinger Bänder, Envelopes, Wolkenscharte, Ichimoku, Kiko, Ayo, entschuldigt, Ah, aber Icke. das, ja, Jetzt oh, schlägst du jetzt aber kommt der die. Christian auch noch auf den Deckel, weil ich alles Icke. zunichte mache von Trendindikationen, gib mir noch einen Satz und dann bin ich vorbei, Parabolik und so weiter. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die man nutzen kann. Alles Möglichkeiten, die aber eben keine Perfektion zeigen, sondern einen Trend immer später zeigen. Aber das sollte, wie gesagt, auch nicht das Ziel sein, irgendeine Perfektion zu finden, sondern Kerntrends zu lokalisieren. Und das geht meistens nicht auf den Punkt. So, dann, Chris, wolltest du was sagen? Icke, also Entschuldigung, liebe Leute, wenn ich den Markus hier an der Stelle Icke nenne, aber er ist eben ein Berliner und deswegen verträgt er das auch. Jetzt bin ich da so reingekrätscht. Erstmal vielen Dank, Markus. Runde Geschichte. Ich hatte so ein bisschen den Flow noch im Ohr auf einer Box neben dem Meeting. Alles wunderbar. Und du hast auch den Rainbow erwähnt, dessen Oh, Anwendung ja wie tatsächlich. positiv. Na, den ich ja tatsächlich im Fokus und auch viele Zeit sehr präferiert auch genutzt habe. Dennis tut's und unser CEO, unser Lars Gottwig, war ja der Rainbow Trader im Jahr 2008, 9 und 10 beim Gottmore Trader mit einem eigenen Trading-Dienst. Also wir sind da alle sehr eng an dem Rainbow dran, ist aber nicht jedermanns Sache und ist auch tatsächlich nur einer von vielen Möglichkeiten, hier Trends zu visualisieren. Dem einen, also mit Verlaub, dem wirft es den Augenkrebs ins Gesicht, wenn man sozusagen sieht, wie viele gleitende Durchschnitte das sind, und es ist einfach zu kunterbunt mit den Rainbow-Farben eben, aber das ist sicherlich eine Geschmackssache. Auch hier ist es so, und das habe ich vorhin mit einem Ohr mitgehört, dass man sich eben an viele Sachen gewöhnt, so wie du, und das finde ich auch sehr vernünftig, eben ohne viel Schnickschnack zu handeln. Man sieht gerade, wenn man jetzt pauschal gesagt mal 1000 Charts gezeichnet hat oder auch 10.000, haben wir wieder die magische 10.000. Wenn man das mal gemacht hat, dann braucht man wirklich nicht mehr viel Spielerei rund um den Chart. Also der Rainbow selbst ist ein ganz simples Mittel, um Trends zu definieren. Da kann man wirklich im Sekundentakt Charts durchblättern. Und wenn man den Rainbow verstanden hat, dient das praktisch der Trendfilterung. Und dann, wenn man sich diese trendstarken Underlyings rausgeschoben hat, dann kann man den Rainbow auch ausblenden und mit anderen, sage ich mal, Feinheiten vorgehen. Zum Rainbow selber gibt es, wie gesagt, auch ein Online Seminar, was ich auch immer früher gehalten habe, da wurde ich schon mehrfach gefragt, dass wir es wieder aufleben lassen. Ich denke, das steht in der Pipeline für die Zukunft, dass wir das machen. Ich habe es sonst immer einmal im Jahr gemacht. Es wird Zeit, dass wir das wieder aufleben lassen. Und zur Frage mit Indikatoren, es gibt Tausende und jeder Indikator ist nur eine Krücke des Preises. Das hat Markus, sage ich mal, genauso auch dargestellt. Des Volumens. Man braucht schlichtweg nicht, weil kein Indikator, also jeder Indikator leitet sich ja anhand des Preises ab, also wird ja aus dem Preis selbst berechnet und insofern kann kein Indikator die Zukunft voraussetzen oder voraussehen. Indikatoren finde ich gut für Divergenzen, aber Indikatoren sind selber mal ein Thema für auch einen eigenen Workshop. Da zeige ich euch mal meine Top 5. Also ich liebe zum Beispiel den MACD Indikator, aber da steckt auch schon das Wort im MACD, Moving Average Convergence Divergence, das ist ein Ding, was nicht nur mit Cross von Signal- und Triggerlinie funktioniert, sondern das Teil zeigt eben Konvergenzen und Divergenzen an und dafür ist er auch super geeignet. Aber da geht es eben darum, dass man sich Indikatoren mal ein bisschen im Detail anschaut, aber auch hier sehr, sehr gut für Trendaspekte geeignet. Also das Thema Trends, denke ich, haben wir heute wirklich gut durchgespielt, auch dank deiner Spontanität, Markus, und das zeigt eben auch, wenn du das sozusagen aufgesogen hast, wie die Muttermilch, spulst du das auch einfach ab. Und das ist ja auch genau das, was dich auszeichnet. Insofern perfekt, danke an der Stelle, die absolute Rettung.
Ich will, und das ist das, was ich am Anfang schon sagte, nur noch anfügen, dass wir im September, wie gesagt, das Ganze nochmal wiederholen. Ich meine, Markus könnt's ja jeden Tag im Stream, Schrägstrich, auch im Trading Room erleben. Insofern habt ihr jetzt mal einen Vorgeschmack bekommen. Auf jeden Fall super. Ich weiß nicht, du hast das ja vorhin gezeigt, ne? Mit der Research-Site, wo man sich anmelden kann. Das hast du vorhin schon gemacht, ne? Genau. Da würde ich auf jeden Fall sagen, schaut's da rein, Anmeldung kostenfrei. Ihr seid auch nichts zu irgendwas verbunden oder gebunden. Schaut da rein, schaut Markus über die Schulter und sage ich mal, verschiedene Indikatoren-Sets. Wie gesagt, Heike Naschi, auch ein großes Favorite von mir, kann man auch über uns und an Support-Frage oder Anfrage durchaus erwerben, beziehungsweise da geht ja, wie gesagt, auch der Markus dann nochmal in sein Trading Room drauf ein. Insofern passt das. Feedback ist auch super. Die gute Stunde haben wir rumgebracht, also viel mehr Markus als ich. Insofern nochmal mein Dank an der Stelle. Ich wünsche dir jetzt, wenn er denn da ist, dann einen schönen Feierabend an der Stelle, Markus. Naja, ich versuche es jetzt so langsam. Zumindest erstmal Ja, ich eine kenne kurze dich. Pause, um dann nochmal den Markt sich anzuschauen. Ja, heute ist ja ein bisschen Der Bewegung da. Markt war heute sensationell. Also ich muss schon sagen, obgleich ich auch ausgestoppt wurde, ganz mies mit einem Pip, sage ich mal, und jetzt ist das, ich war US-Dollar Schweizer Franken long eingestellt und war ein bisschen zu aggressiv im Stop-Loss und das hat mich wirklich mit einem Pip abgefischt. Aber hier geht es auch darum zu verstehen, dass man kalkuliertes Risiko am Markt hat. Ja. Stört nicht weiter, Stop-Loss gehört dazu, auch wenn man jetzt zum Beispiel wieder vorne wäre, weil wir so ein mega geiles Reversal gesehen haben jetzt im US-Dollar Schweizer Franken. Der Trade bleibt auch weiter interessant. Aber nichtsdestotrotz, wichtig, haltet euer Risiko im Griff. Ich hoffe, heute konnte euch sozusagen das Webinar ein Stück weit in die Trendthematik einführen. Wie gesagt, im September gibt es den nächsten Step. Und wenn ihr noch Interesse habt, eben an der technischen Analyse im Rahmen des Konzeptes, und da ist eben auch der Indikatoren-Part ein Separé, dann könnt ihr gerne unserem Support schreiben, support@jfdbank.com oder .de. Schrägstrich über den Chat, wie auch immer, gerne Anregungen, Wünsche reinsetzen und insofern würde ich das Webinar jetzt auch beschließen und danke allen für die rege Teilnahme, wünsche insofern noch einen schönen Dienstag. Übrigens, wer es ganz hardcore braucht, in einer Stunde ist Dennis Gürtler am Start mit seinem Trading Room. Markus, kannst du es gerade mal zeigen auf der Website nochmal? Ja, Moment. Wer das mag, Haben wir ja Liebe, schon eben ach, geschaut, hast du, ne? Wir gut, hatten da war ich offline, genau. Da war ich wahrscheinlich schon offline, genau hier. hier Dienstag, Genau. 19 Uhr, ne? Dennis Gürtlers Halbwebinar. Geht's Und gleich da geht es weiter. nochmal um Trends unter anderem. Und kurzfristige Marktchancen. Ich bin gespannt, was Dennis da heute vom Stapel lässt. Da auch kostenlose Anmeldung möglich. Dennis auch schon lange hier am Markt dabei und wie gesagt auch ein Stück weit der Affinität zum Rainbow. Hat auch eine schöne Modifikation. Da ist übrigens auch ein schöner Signaldienst beziehungsweise ein Signalservice in der Pipeline. Also es geht weiter voran. Spannend, spannend. Insofern jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn. Danke für die Teilnahme. Euch allen schönen Abend. Markus, dir nochmal ganz, ganz vielen Dank. Und insofern gehen wir gleich offline. Gerne. Ich würde sagen, ich stoppe dann auch die ganzen. Jetzt ist er weg. Ich bin noch da. Also, er wollte wahrscheinlich sagen, er stoppt die Aufnahme. Ich wünsche euch auch Stimmt. nochmal von meiner Seite. Da ist er wieder. Das war's ja. Ich habe den verkehrten Button gedrückt. Murphy's Law. Verdammt. Ich stoppe dann die Aufnahme und verabschiede mich. Markus, dir gehört aber das Schlusswort. Also, Du kannst dann auf jeden schönen Fall Abend noch. das Webinar beenden. Das ist immer entspannend, zu zweit was zu machen. Wolf lacht gerade. Ja. Gut, also, ich wünsche auch allen einen schönen Abend. Bis die Tage, keine Frage. Euer Markus und der Christian Kämmerer. Bye, bye. Tschüss.